Diese Party wurde von einer Gruppe von Gruftis für die Kamera nachgestellt. Pubertäre Gruselromantik, lächerlich trotz aller Düsternis der Bilder und Unheimlichkeit des Ortes. Aber nicht nur in Hamburg, sondern auch auf anderen Friedhöfen in Deutschland treffen sich nachts Jugendliche, um zwischen Grabsteinen und Grüften ihre obskuren Feste mit Drogen, Alkohol, Mutproben und gelegentlich auch Tieropfern zu feiern. Was fasziniert diese okkulten Laienspielscharen an solchen Ritualen? Ist es jugendliche Neugier, der Reiz des Schauderns oder gar eine perfide neue Religiosität? In einer Studie des Religionswissenschaftlers Professor Zinser wurden über 2000 Jugendliche befragt. Die Hälfte zeigt Interesse an okkulten Praktiken, ein Viertel hatte bereits gewisse Erfahrungen und eine Minderheit betrieb aktiv Okkultismus. Was aber scheinbar so harmlos beginnt, wird für einige dieser Jugendlichen oft ein Spiel mit grausamen Folgen. In Forchheim begingen im Juli 91 Markus K. 19 Jahre und Thomas B. 15 Jahre Selbstmord. Sie wollten einem toten Freund ins Jenseits nachfolgen. Eine Freundin von beiden, Ilka A., heute 17 Jahre, versuchte danach, sich ebenfalls umzubringen, überlebte aber. Die Jugendlichen hatten ihre okkulte Neugier mit Gläserrücken und Geisterbeschwörungen zu stillen versucht. Ich war ein bisschen froh, mal wieder was Neues zu erleben, aber auch hatte ich Angst. Ja, haben wir es doch gemacht. Und dann quietschte es so, da habe ich mich erschrocken, weil das Glas sich bewegt hat. Da war ein Glastisch. Habe ich geguckt, war nichts drunter, kein Magnet. Ich dachte, es gehen irgendwie Magneten, so ein Trick. Nichts. Und dann haben wir gefragt, wie heißt du eigentlich? Da hieß es Lucifer. Habe ich gesagt, wer ist das denn? Ja, das ist der Satan, so, ne? Ich habe in dem Geist einen gefunden, der mich versteht irgendwie. Weil manche Menschen, mit denen ich rede, verstehen mich nicht. Die, ach, und so, da hört mir niemand zu. Aber so wusste ich ja, der hört mir zu und der redet auch mit mir. Wenn ich manchen was sage, was denen nicht passt, dann reden die nicht mit mir. Und dem kann man alles sagen. Das ist eine Vertrauensperson, war das für mich. Am 29. April 1993 ermordeten in der thüringischen Stadt Sondershausen drei Gymnasiasten ihren Mitschüler Sandro Bayer. Er hatte mehrfach versucht, in ihren satanisch orientierten Geheimclub aufgenommen zu werden. Sie töteten ihn nach Vorbildern aus satanischen Gewaltvideos. Im Februar 1994 wurden die drei wegen Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Im April 1994 wird in Nürnberg der 31-jährige Marcel S. wegen sexuellem Missbrauch von Kindern zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Marcel S. hielt in der Wohnung seiner Freundin mit ihr und ihren beiden Kindern, 8 und 12 Jahre alt, schwarze Messen ab. Er tötete Haustiere der Kinder, zapfte den Kindern und ihrer Mutter Blut ab, vermischte es mit Salz und trank es. Das 12-jährige Mädchen zwang er zu perversen sexuellen Handlungen. Den Jungen und seine Mutter tätowierte er mit satanischen Symbolen, mit Pentagrammen. Also ich sehe das heute so, dass die ganze Familie, die Mutter und die Kinder, sehr unter dem Einfluss des Angeklagten standen. Das heißt, dass gerade diese Rituale einen sehr großen Eindruck hinterlassen hatten. Die sind nach meiner Information eben auch verbunden gewesen mit bestimmten Aussagen, Ankündigungen, ja, ich will fast sagen Drohungen. Und ich denke, gerade die Kinder hatten das Gefühl und haben das auch noch, dass aufgrund dieser, dass diese Drohungen und diese Ankündigungen sich, dass die irgendwann wahr werden. Er hat also bestimmte Rituale gemacht. Er hat, wie er sagt, einen Kreis auf dem Boden gezeichnet, hat irgendwelche anderen Zeichen reingezeichnet, hat Kerzen aufgestellt. Er hat heute gesagt, es diente dazu, Geister zu beschwören oder den ehemaligen Mann seiner Freundin zu verwünschen. Also es hatte irgendwas mit Geistern zu tun. Und da hat er halt die Frau und die Kinder mit eingezogen. Der Angeklagte wuchs in Amerika auf. Gibt es Hinweise darauf hin, dass er mit satanischem Gedankengut in Kontakt war, zum Beispiel Aleister Crowley, oder dass er in einem satanischen Zirkel gewesen ist? Also das hat er heute auf Nachfragen selbst bestätigt in der Verhandlung, dass er sich mit dieser Literatur beschäftigt hat, auch gerade mit Crowley. Und
also auch schon in seiner Jugend. Er hat aber nicht bestätigt, ob er irgendwo organisiert ist oder in einem Zirkel ist. Wer aber ist dieser Aleister Crowley? Immer wenn das Wort Satanismus fällt, taucht der Name Aleister Crowley auf. Aleister Crowley wurde 1875 in England als Kind einer strenggläubigen Sektenfamilie, die der Johannesoffenbarung anhing, geboren. Seine Kindheit war von den Begriffen das Tier 666, die Hure Babylon und dem Antichristen stark beeinflusst. 1904 will er in Kairo nach Studium altägyptischer Mythologien durch Offenbarungen eines übermenschlichen Wesens ein Gesetzbuch des neuen Zeitalters, das Liber Al-Vel Legis, geschrieben haben, womit angeblich das christliche Zeitalter abgelöst werden soll. 1912 wurde er Mitglied des durch den deutschen Theosophen Hartmann gegründeten Ordo Templi Orientis, OTO, dessen Leitung er später übernahm und dessen Gesetz lautet: Tu, was du willst. Unter diesem Anarchieprinzip gründete er 1920 in Cefalu auf Sizilien die Abtei Telema. Hier wurden sexuell-religiöse Orgien mit Tieropfern gefeiert, es soll auch zu Menschenopfern gekommen sein. Mussolini wies ihn 1923 aus. 1925 tauchte er in Thüringen auf, um dort den Telema-Orden in Deutschland zu gründen, der aber bald nach Hitlers Machtübernahme verboten wurde. Crowley ging zurück nach England, wo er 1947 rauschgiftsüchtig und geistig umnachtet starb. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer. Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Und Crowleys Gedankengut lebt weiter. Der Ordo Templi Orientis hat seine Zentrale in New York in den USA. In Deutschland ist der OTO seit 1992 beim Registergericht in Aachen als eingetragener Verein mit Antrag auf Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit registriert. Für alle Mitglieder ist das Liber Al-Vel Legis, das Buch des Gesetzes, verbindlich. In der Justizvollzugsanstalt Uelzen sitzt Michael Dietmar Eschner eine 6-jährige Haftstrafe ab. Er selbst bezeichnet sich als die Wiedergeburt und den Nachfolger von Aleister Crowley. Am 1.12.82 gründete er zusammen mit Gleichgesinnten den Telema-Orden in Berlin. Vereinsziel: die Verbreitung der Ideen Aleister Crowleys. ...1985 löste sich der Verein selbst auf, nachdem mehrere Strafverfahren gegen einige Mitglieder anhängig wurden. Zu einem Interview vor der Kamera im Gefängnis war Eschner nicht bereit. Nach seinen Aussagen aber organisierte sich seine Anhängerschaft im Untergrund neu als Netzwerk Telema. Seine ehemaligen Telema-Mitbegründer haben sich in der Nähe der Justizvollzugsanstalt Uelzen niedergelassen und betreiben dort Kleinstverlage für esoterische und okkulte Literatur. Sie bestreiten jegliche Telema-Aktivitäten, wollen mit dem Satanismus nichts mehr zu tun haben, verkaufen aber interessanterweise die Schriften von Crowley und den Telema-Gründern Eschner, Bahr, Röstl und Kersken Canbas. Verlegt unter anderem im Kersken Canbas Verlag in Bergen an der Dumme und im Johanna Baumeier Verlag in Soltendieck. Kleine und kleinste Gruppen des Satanismus existieren im Untergrund. Grauenvolle Prominenz erhielt die Minisekte Solar Lodge von Gene Brighton durch den Ritualmörder Charles Manson, der dieser Gruppe nahestand. Aber auch bei großen Sekten wie der sogenannten Scientology Church finden sich Berührungspunkte mit Crowleys Gedanken. Hatte doch ihr Gründer L. Ron Hubbard von 1945 bis 1948 Kontakte zum OTO in Kalifornien. Am 30. April 1966 gründete Anton LaVey seine Church of Satan, deren Wurzeln wieder auf Aleister Crowley verweisen. Geschützt durch den ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung erreichte LaVeys Satanskirche sogar staatliche Anerkennung. Als gemeinnützige Kirche eingetragen, hat sie wie alle anderen Religionsgemeinschaften Anspruch auf Steuerbefreiung. Alle Religionen werden sich in Richtung Satanismus wenden. Wir bewegen uns in ein neues satanisches Zeitalter. Die Zeichen sind überall.
Wir glauben an den Schmerz, wir glauben an den Egoismus, wir glauben an alle wollüstigen Gedanken, die die Menschheit antreiben, denn es sind des Menschen natürliche Gefühle. Dieser unglaubliche Zynismus offenbart die Menschenverachtung der Satansanhänger, zeigt, was sie mit »Tu, was du willst« wirklich meinen. Richard Ramirez, genannt der Nachtjäger, wurde wegen 13 Morden und 30 anderer schwerer Verbrechen verurteilt. Während des Sommers 1985 erwürgte, vergewaltigte, erschoss und erstach er seine Opfer während satanischer und sadistischer Handlungen. Die Presse im Gerichtssaal begrüßte Ramirez mit »Heil Satan«. Seine Verteidigung war eine Anklage gegen das Gericht. Ihr versteht mich nicht, aber das wird von euch auch nicht erwartet. Ihr seid nicht in der Lage dazu. Ich bin außerhalb jeder Vorstellungskraft. Ich befinde mich außerhalb von Gut und Böse und ich werde gerecht werden. Denn Lucifer wohnt in uns allen. Hat sich Lucifer schon in unsere Gesellschaft etabliert? Was tun die Gesetzeshüter in den USA, einem Land, in dem sich die Anhänger von Aleister Crowley schon offiziell niedergelassen haben? Es ist in den Vereinigten Staaten kein Verbrechen, den Satan anzubeten. Dies wird durch den ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung gewährleistet. Sehe ich deshalb eine Gruppe von Leuten um ein Feuer tanzen, so begehen sie damit noch keine Straftat. Es verstößt nicht gegen das Gesetz, ein Satanist oder ein Anhänger eines Hexenkults zu sein. Denn ich untersuche nicht Religionen, ich untersuche Verbrechen. Wir fanden heraus, dass Satanismus international verbreitet ist und dass es Verbindungen zwischen den Gruppen gibt. So innerhalb von Großbritannien, von einer Stadt zur anderen, aber auch nach Europa und Amerika. Es ist viel Geld involviert. Die Finanzierung wird durch Pornovideos, Drogen und Waffenverkäufe gewährleistet. Aber auch im Musikgeschäft hat Satan Einzug gehalten. Die Londoner Band The Devoted Man weiß um die Anziehungskraft von Rockmusik auf Jugendliche und wirbt Mitglieder für ihren Orden Tempel des Olymp mit ihren Konzerten. Die Devoted Man übernehmen die Musik, die wir für den Tempel des Olymp schreiben, und führen sie dann in den Nachtlokalen und Treffpunkten Londons auf. Das ist die Art, wie wir dem Publikum unsere Botschaft präsentieren. Die Idee der Devoted Man war, einen anderen Weg zu finden, mehr Macht auszuüben. Als erfolgreiche Rockband erhofften sie sich, genügend Geld zu bekommen, um in die Staaten gehen zu können und dort ein großes Zentrum für ihre Sekte zu errichten. Auch wenn sie nicht für obskure religiöse Zirkel zur eigenen Bereicherung mit Musik werben wie The Devoted Man, so ziehen doch einige Musiker aus dem Satanismus ihre musikalischen Ideen, insofern man von Musik dabei reden kann. Sie beeinflussen damit Jugendliche, so die finnische Band Impaled Nazarene, das wohl härteste im Black-Metal-Geschäft. Über die Folgen, sich mit Satanismus einzulassen, sind sich die Jugendlichen allerdings vorher nicht im Klaren. Ich kam zum Satanismus, weil man mir Macht und Reichtum versprach. Ich wurde zu einigen Partys eingeladen, zu denen ich auch ging, und man sagte mir, ich könne diese Dinge haben, aber das sei ein besonderes Geschenk und ich könne es erst bekommen, wenn ich eingeführt sei. Ich glaube, man kann es mit einem Wort ausdrücken, Begierde. Genauer gesagt sexuelle Begierde, aber auch Begierde nach Macht, denn dies ist ein Teil unserer sündhaften Natur. Erst muss man mit dem hohen Priester Sex machen und damit eingeführt werden. Danach kommen dann alle anderen dran. Eines der größten Rituale, an dem ich teilgenommen habe, war ein Heiratsritual. Und das war, als ich und meine geistige Lebensgefährtin heiraten mussten. Es wurde verlangt, dass wir vor der Hochzeit mit dem Rest der Gruppe Sex hatten. Sie brachten einen lebendigen weißen Hahn herein, ein Symbol der Verneinung. Sie legten ihn auf den Altar, schnitten seine Kehle durch und ließen das Blut in eine der Schalen auf dem Altar laufen. Sie schnitten in meinen Arm.
Sie rührten das Blut in der Schale mit diesem Messer. Ich musste meinen Finger in das Blut eintauchen und einen Vertrag unterzeichnen, dass ich dem Teufel für den Rest meines Lebens dienen werde. Ich enthäutete das Tier, das in der Mitte eines Pentagramms lag. Dann nahm ich einen Teil des Blutes und trank es. Und dadurch, so glaubte ich, würde mir Macht und Fähigkeit übertragen werden. Es ist etwas Besonderes mit dem Opfern. Wenn man es einmal tut, man macht es nicht immer, aber wenn man diese Grenze überschritten und ein Tier geopfert hat, dann bekommt man eine Art Blutrausch und muss es, will es wirklich tun. Und ich wollte es wirklich tun. Eine Frau in schwarzer Robe trat nach vorne und hielt ein kleines Baby auf dem Arm. Es war mir nicht bewusst, dass das Baby lebendig war. Sie legte es ganz einfach auf den Altar. Es atmete, weinte aber nicht. Der Hohepriester nahm das Opfermesser und schlitzte damit dem Baby den Hals auf. Er fing das Blut in einem Kelch auf. In diesem Moment begann ich zu schwanken und zu taumeln, und ich glaubte, ich müsste mich übergeben. Aber ich war so verängstigt, dass ich nur wie gelähmt dastehen konnte. Dann wurde ich nach vorne geführt, und ich dachte, jetzt bist du an der Reihe. Sie werden dich töten. Aber ich wurde auf den Altar gehoben. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch in Weiß gekleidet. Die ganze Zeremonie gehörte zu einem Opfermahl, das Opfer der Jungfrau in Weiß. Dann wurde mein ganzer Körper mit dem Blut des Babys beschmiert. Danach vergewaltigte mich der Hohepriester. Und ich glaube, dass ich in diesem Moment nur an die Tatsache dachte, dass ich noch am Leben war. Ich musste dann ein Dokument unterschreiben, in dem ich bestätigte, dass ich niemals ein Sterbenswort sagen würde. Sollte ich es dennoch tun, so würde ich sterben. Sind diese Gräueltaten Ausdruck krankhafter Fantasie oder werden tatsächlich Menschen geopfert, Kinder geschlachtet? Sind Menschen wirklich zu so etwas fähig? Ja, sie sind es. Aber es ist nicht immer, wie Sie sich das vorstellen, dass sie auf einen Altar geschleppt werden, aufgeschlitzt oder verwundet werden. Manchmal werden die Opfer, wenn jemand von denen wütend wird, einfach in den Kopf geschossen, erstochen oder vergiftet. Es gibt satanische Gruppen, in denen Mütter aufgefordert werden, das eigene Kind dem Satan zu opfern. Es kann vorkommen, dass sie nur für diesen Zweck rituell geschwängert werden. Wenn das Kind dann geboren ist, wird es nie als geboren gemeldet und manchmal muss die Mutter ihr eigenes Kind töten. I was about 16, been going out with this girl that was involved in Satanism. She fell pregnant, and the same day that the child was born, I had to kill it. On the floor in the tiles was a big red circle with strange writing in it and a black five-pointed star. All the men were dressed in white robes. Some of them carried four big candlesticks with black candles on. I was told to shout out, "I am ready, our master." When I shouted this, the men carried on chanting and started taking off their robes. While this was going on, the two men positioned me across the table. I was face down, my legs hanging down. I saw some of the men queuing up in front of me. The one in the front came towards me and forced his erect penis into my mouth. At the same time, another was putting something into my anus.
carried on and on. Every man in the room either forced me to have oral sex or buggered me. Every single one of them ejaculated over me. I was scared stiff, crying, totally helpless. It seemed to go on for hours. Still feel guilty, dirty, disgusting, and ashamed over this. First of countless times it happened to me. Over the years, other boys were used like me, by the side of me, and eventually by me. Can't forgive myself for continuing with this for years afterwards. Tim wurde mit 7 Jahren zum ersten Mal Opfer des Satanismus durch seinen eigenen Vater. Von da ab wurde er viele Male missbraucht und schließlich wurde er vom Opfer zum Täter. Ein Satanist, der Kinder missbrauchte. Alle Satanisten sind als Kinder missbraucht worden. Alle. Ich kann mir überhaupt keinen normalen Menschen vorstellen, der so etwas Entsetzliches, Abstoßendes, Ekelhaftes, so brutal Erniedrigendes macht, der zu so etwas überhaupt in der Lage ist. Jim Phillips, früherer Polizeiarzt, hat eine Privatpraxis in Birmingham. Mit seiner Arbeit hat er sich auf Patienten spezialisiert, die in früher Kindheit Opfer rituellen Missbrauchs wurden. Er hat erstaunliche Erfolge bei Leuten erreicht, die von der traditionellen Psychotherapie als hoffnungslos angesehen wurden. In der Praxis des Dr. Phillips kommt es immer wieder zu erschütternden Szenen. Vidal, ein Opfer des Satanismus, hat sich selbst verletzt. Eine halbe Stunde vorher hat ihm sein Vater am Telefon gesagt, er hasse ihn und er sei völlig wertlos. Er wurde schon im Alter von 5 Jahren durch seine Eltern missbraucht. Emily kollabiert, weil sie eine Überdosis von 80 Aspirin genommen hat. Beide Opfer wollen ihren seelischen Verletzungen durch Selbstkasteiung entkommen. Das Erste, das sie fühlen, ist, ich bin nicht mehr allein. Es gibt auch andere Leute, die missbraucht worden sind. Mit anderen Worten, sie verlieren ihre Stigmatisierung. Sie sind nicht die Einzigen in der Welt, mit denen Analverkehr getrieben wurde und alle diese schrecklichen Dinge. Sie sind im selben Boot. Sie haben alle als Kind gelitten. Sie entwickeln Vertrauen, sodass sie in dem Wissen, dass sie nicht verraten werden, auch ihre dunkelsten Geheimnisse erzählen können. They develop a tremendous trust so they can tell their darkest secrets, knowing that they won't be betrayed. Steve sticht sich eine Nadel ins Bein, um körperlich den Schmerz zu blockieren, der in seinen Erinnerungen liegt. I objected, and then I had a knife forced into my throat. And I know for a fact that if I hadn't done what I said, then I'd have been swapping places with him. So I stabbed him in the throat. They weren't happy with that. I had to continue doing it and doing it and doing it. After that was done, they forced me to actually suck the open wound and suck the blood out of the cut. Alle Hilfe, jede Therapie beginnt damit, den Opfern und den Tätern zuzuhören. Aber was tut der englische Staat gegen diese Gräuel? Satanismus existiert in unserem Land genauso wie anderswo. Er ist abstoßend und böse. Es handelt sich dabei um Mord, aber auch um Kindesmissbrauch. Und das sind keine Scherze mehr. Das muss bekämpft werden. Eine der tragischen Geschichten, die ich gehört habe, war die eines Kindes, das von seinen Erlebnissen erzählte. Die Erwachsenen aber sagten ihm nur, es solle nicht albern sein, so etwas passiere in diesem Land nicht. Geoffrey Dickens, konservativer Abgeordneter, brachte das Thema vor das englische Parlament. Scotland Yard errichtete daraufhin eine Sonderabteilung zur Bekämpfung satanistischer Verbrechen. Die Ermittlungsarbeiten sind aber ungewöhnlich schwierig, weil die Berichte von Betroffenen zuerst auf Unglauben und Verweigerung stoßen. Als ich dies im Unterhaus vorbrachte, grinsten und spotteten viele Mitglieder des Parlaments hinter vorgehaltener Hand, weil sie nicht bereit waren zu glauben, dass solche schrecklichen Dinge passieren können. Aber auch in unserem Land treiben die Anhänger Satans ihr Unwesen. Es ist in Deutschland so, dass die Problematik des rituellen Missbrauchs eigentlich kaum gesehen wird. In den europäischen Nachbarländern, zum Beispiel in Holland, gibt es einen Regierungsbericht, in England sitzen Unterhausabgeordnete, die sich mit der Thematik beschäftigen. Hier in Deutschland passiert all das nicht.
Die einzigen, die in Deutschland damit direkt konfrontiert sind, sind Beratungsstellen, die sich zunehmend mit Problemstellungen durch Kinder konfrontiert sehen, wo die Kinder halt von Missbrauch berichten, der in Verbindung mit Ritualen geschieht. Und da gibt es eben eine gewisse Hilflosigkeit, damit umzugehen, weil einfach das Fachwissen fehlt. Es gibt in Deutschland halt mehrere Berichte über sexuellen Kindesmissbrauch in Verbindung mit Ritualen. Das hat inzwischen auch relativ große Zahlendimensionen angenommen. Wir sind im Augenblick so konsultiert in ungefähr 300 betroffenen Kindern in durchaus unterschiedlichen Landkreisen und in unterschiedlichen Größenordnungen. Das können einerseits mal 3 Kinder sein, das können auch bis zu 60 Kinder sein. Adäquates Handeln mit dieser Problematik passiert in den wenigsten Fällen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir sind mehrere Berater, täglich mit Satanismus zu tun haben. Und alle diese Satanisten, es sind meistens jüngere Menschen, berichten diese Dinge. Das ist die satanistische Zeremonie der Schwarzen Messe, dieses Ritual, das zur Verehrung Satans dient. Satan will Opfer, Satan will Blutopfer, Satan will immer mehr Blutopfer und das Beste für Satan ist ein neugeborenes Kind. Da kommt ein Klient, ein junger Aussteiger, Aussteigerin und berichtet von Straftatbeständen. Wir versuchen dann schon zu motivieren, doch eine Aussage zu machen. Einmal, dass die Kultaktivität beendet ist, aber auch, dass die Entlastung für den Klienten besser vonstatten gehen kann. Ist dann ein Klient bereit, Aussagen zu machen? So haben wir die Erfahrung, dass also mit großer Verwunderung und wenig Bereitschaft zum Glauben an diese Sachen herangegangen werden. Man hat schon so die Einstellung, also das kann ja auch gar nicht mehr alles stimmen, wenn da so ein junger Mann von mehreren Morden berichtet, die er miterlebt hat. Und die Neigung, da herauszufinden, wo das läuft und wie man das vielleicht auflösen kann, ist sehr gering. Also man stellt an mich eher die Anforderung, na Frau Kammanns, legen Sie doch mal die Leichen vor, da können wir ja gucken. Das heißt, es wird nicht recherchiert, es wird nicht observiert oder wie man das alles bewerkstelligen kann, dass man diese Kultaktivitäten in diesem konkreten Fall, wo immer wieder Tötungen berichtet werden, beendet. Ist das ein Fall, der jetzt im Moment aktuell ist? Ja. Und welchem Umfang befinden sich da die Tötungen? Ein Jugendlicher berichtete von 10 Tötungen, die er miterlebt hat. Kinder bis Erwachsene. Auch heute ist der Geist, der stets verneint, gegenwärtig. Mit Sex und Blut zu Macht und Reichtum zu gelangen, ist sein Versprechen, das er aber niemals einlöst. Ist unsere egoistische Gesellschaft nicht auf dem besten Weg zu dem Tu, was du willst? Werden wir unsere Kinder vor ihm schützen können? Die Frage werden wir beantworten müssen.